Sie soll ein Ort der Bildung sein, auch der politischen Bildung, die Schule. Lehrer sind angehalten, über Parteien zu informieren, ohne die Schüler einseitig zu beeinflussen. Das besagt das sogenannte Neutralitätsgebot, an das sich Pädagogen in ganz Deutschland halten müssen. Nicht zuletzt, um eine Indoktrination an Schulen wie zu Zeiten des Nationalsozialismus zu verhindern. Die AfD glaubt, dass einige Lehrer aber genau das nicht sind, neutral. In Hamburg hat sie deshalb jetzt eine Plattform geschaffen, auf der Schüler und Eltern das melden können, was in ihren Augen Verstöße gegen das Neutralitätsgebot sind. Angela Ulmrich. Seit einer Woche ist sie online, die AfD-Seite, über die Schüler ihre Lehrer namentlich melden sollen, wenn die im Unterricht, Zitat, linke Ideologieprogramme verbreiten. Die Schüler oder ihre Eltern können dabei anonym bleiben. Laut AfD sollen schon rund 1000 Meldungen eingegangen sein, wenn auch nicht alle mit politischen Beschwerden. Die AfD Hamburg beruft sich auf das Neutralitätsgebot. Das werde in Schulen verletzt, gerade wenn es um die AfD gehe. Problematisch wird es dann, wenn nicht sachlich argumentiert wird, pro und contra dargestellt wird, sondern wenn mit moralischen Argumenten einseitig gehetzt wird. Hetze ist das Stichwort, gegen das wir uns wenden. Der 12-Klässler Liam Serjna ist von der Aktion der AfD entsetzt. Aus seiner Sicht eine Gefährdung des Schulfriedens. Als Landesschülervertreter kennt er sich aus an Hamburgs Schulen. Dieses Problem gibt es in Hamburg nicht. Es gibt keine Beeinflussung von Seiten der Lehrkräfte. Das bekomme ich mit den Gesprächen von den Schulsprechern, mit den Gesprächen von den Vertretern der Kreisschülerräte aus den Bezirken. Wir sind da im engen Kontakt und ich kann ganz klar dazu sagen, dass es sowas in der Form nicht gibt. Ähnlich sieht es der Deutsche Lehrerverband. Er wirft der AfD vor, Schüler zum Denunzieren aufzurufen und Lehrer einschüchtern zu wollen. Schulen, so der Verband, würden mit der Aktion zum Kampfplatz der Parteipolitik. Beim Neutralitätsgebot gehe es um etwas anderes. Also wir haben die Verpflichtung der Schulen und damit der Lehrer in Deutschland zur politischen Bildung. Das bedeutet einerseits, dass wir ausgewogene, neutrale Wissensvermittlung betreiben müssen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Diskussionen führen müssen in Schulen. Und da ist es dem Lehrer durchaus erlaubt, auch ihre persönliche Meinung dann einzubringen. Diese müsse aber als solche erkennbar sein. Der Lehrerverband räumt ein, Einzelfälle könne es immer geben, aber die prüfe man schulintern. Dafür brauche man keine Plattform der AfD. Die überlegt unterdessen, die Aktion auszuweiten. Auch die Berliner AfD soll ein solches Beschwerdeportal planen.